Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir kriegen noch einen Anruf auf dem Handy. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Wir haben eine neue Mission von Zero bekommen. Aber ich mache jetzt mal die CJ-Mission. 555 Re-Tip. So heißt die nächste Mission. Carl, how San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, yep. The one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Wee-Tip a call? Hey, motherfucker! Streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Das was anderes. Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. Jo, also. Na, das klingt doch schon wieder nach einem etwas besseren Deal, als du ständig irgendwie mit irgendwelchen Leuten fahren. Das, kann ich mein Taxi überhaupt klauen? Ja, kann ich nicht. Gut, dann fahren wir mal los. Wo muss ich überhaupt hin? Immer geradeaus und dann, wenn wir auf der Höhe sind, rechts. Das war mir fast klar, dass die, dass mir da eine Scheißkarre reinfährt. So, der muss hier irgendwo sein. You want grand or something? Da sind wir. Hier sucht er einen Parkservice. Der Schatzmann wird seinen Wagen kürzer dort abgeben. Wir sollen dem Parkboy folgen. Ich hab die Uniform des Parkboys. So, wir haben die Uniform. Geht zum kaputtes Parkservice, also mit den anderen auf die mit den anderen Parkboys, so rum ist es richtig. Ja, machen wir das doch. Must be the new boy. Get in line. Yeah, shut down. Der Stadtverfahrer fährt einem blauen Merit. Merke ihn dir. Du musst ihn erkennen, wenn er ankommt. Die alte Rotze da. Okay, die alte Karre da. Ja, das dauert jetzt Moment wahrscheinlich, bis der ankommt. Da kommt irgendwas vorne. Aber der ist rot, ne? Ja. Den kann die haben. Brauche ich nicht. Dauert natürlich wieder einen Moment, bis jetzt wieder ein Auto ankommt.
Da kommt was, aber das ist, glaube ich, nicht. Doch, das könnte das richtige Auto sein da vorne. Ich habe so eine Fliege, die mich extrem nervt. Komm, Kollege. Ich vermute, dass er als letztes kommt. Was ist mit dem Auto da vorne? Könnte das sein oder ist das ein. Das könnte das auch das Auto sein, oder? Ist das der blaue? Wenn der blau ist, dann nehme ich. Ja, das hey, ist. That's the DA. He's a good tipper. Ja, das machen wir auch so. Parker over there. Watch it. Fahr zu der Garage, wo die Drogen platziert sind. Die Mühle geht ab ein bisschen, ja? Du kleine Sackjunge. Und ich hole mich immer richtig davor. Die Nummer platziert, fahre den Wagen in die. Oh, hau doch mit deiner scheiß Mühle. Scheiße. Ich hasse das, wenn die Leute, wenn die KI einfach nicht fahren kann. Wir haben nur ein paar Sekunden. Wir haben 30 Sekunden, aber es sollte machbar sein. Nein! Oh Mann! Und ich hab's verkackt! Wirklich, ich war dran und dann zerrutscht mir die Karre von diesem Scheiß wegen dem Scheißregen! Mann, hau doch einfach ab, ey! Gib mir nicht auf den Sack wieder! Mann, das ist doch kacke so! Weiß ich, war dran, ich hätte es geschafft, aber nein, da muss es natürlich passieren. Dass ich wegen dem scheiß Regen natürlich in diese Wand rutsche und damit die Mission sowieso verkacke. Scheiße, Mann! Aber ich bleib doch so plötzlich stehen einfach! Das müssen wir jetzt nochmal machen. Diesmal brauchen wir aber die Katzchens nicht, das ist das Gute.
Oh ja, fahr so weit rückwärts am. Ey, die KI hat sie manchmal echt nicht mal, ne? Die fahren hier ungehemmt einfach in die Kamüle rein oder bleiben irgendwo stehen, wo sie nicht hingehören. Okay, da. Ich nehme die Kohle natürlich mit. Ich nehme das Auto mit, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja noch Zeit. Bisschen Zeit muss sein fürs Kohle. Ich meine, wir haben ja eigentlich genug. Nö, nö. Scheiße, ich hätte die Mission sogar beim ersten Mal. Ich, also das Problem, wenn du so eine Mission hast, und dann, wo du denkst, die packst du locker beim ersten Mal. Und so ein kleiner Fail, diese scheiß Tiefgarage. Ah, you must be the new boy. Get in line. Damn. Ich brauch dieses Auto mir nicht weg, das haben wir ja gerade gehabt. Das zweite Wagen ist es auf jeden Fall. Du fährst mit der Karre weg. Und diese blöde Schießerei kam jetzt. Und diese blöde Schießerei macht jetzt gerade die Mission kaputt, oder was? Nein. Nicht wirklich, oder? Nee. Ich hoffe nicht, dass sie. Weil der Kopf da vorne am Schießen ist, bis zum geht nicht mehr. Ich muss diese scheiß Mission, will diese Mission schaffen und ich. Und da kommt der Kopf doch hinterher. Und der eine Typ ist es weg, oder was? Jetzt kommt der Staatsanwalt, okay. Hey, Parker. Nö. Nee. So, wir dürfen, diesmal müssen wir nicht, über die Dings fahren, sondern... Ich hoffe, dass wir es diesmal ohne Probleme hinbekommen. Wir dürfen keinen Kratzer reinmachen in die Karre. Noch eine Minute Zeit. Okay, wir hätten den auf den Parkplatz gemusst.
So, wir sollen jetzt raus aus dem Carport, auf den Carport. Da kommt schon der Pizza-Heini, der Bugboy. Entschuldigung. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich glaube auch mal. Dann rufen wir mal die Cops an. Hallo, das ist Wee-Tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Police, don't move! Get out of the car! Das sind ein paar Drogen. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Klatsch auf die Fresse und weg. Jo, der ist sein Job los. Oh, wir haben die Mission erfüllt. So. Wir können Parkservice-Mission. Ich nehme mir die Karre mal kurz gerade, bitte. Ich brauche nämlich ein Auto. Einfach mal kurz die Karre gemobst von dem. Juhu! Super! Dann haben wir die Mission auch abgearbeitet. Das heißt, wir könnten als nächstes zu CJ wieder. Wir haben beide, wir haben jetzt auch Packball-Mission, also wir können wieder ein bisschen Kohle nebenbei verdienen. Brauchen wir natürlich nie machen. Weil wir wissen jetzt, wie es abläuft. Das haben wir ja eben schon gesehen. Das würde ich sagen, machen wir die nächste Mission dann auch in der nächsten Folge. Passt ja auch perfekt. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play GTA San Andreas.